Nachdem du dieses Video geschaut hast, wirst du deine Q-Tips komplett anders benutzen als zuvor. Denn sicherlich kennst du es auch, dass du an manchen Stellen nicht so leicht mit einem Lappen reinigen kannst. Dafür eignen sich Q-Tips wirklich besonders gut und hier zeige ich dir mal ein paar Optionen, wo du das Ganze machen kannst. Zum Beispiel hier an Stellen des WCs, an den Verschraubungen kommt man meist nicht so gut hin. Oder auch hier beim Backofen kannst du wirklich einfach in diese kleinen Rillen mit einem Q-Tip kommen. Mach dafür einfach einen Reiniger deiner Wahl auf den Q-Tip und geh damit eben überall lang, wo du sonst nicht so einfach hinkommst. Auch hier am Schrank hinter diesen kleinen Ecken, wie du sehen kannst, kommt da noch eine Menge Schmutz raus und das alles mit Hilfe von einem Q-Tip, den die meisten sowieso zu Hause haben. Auch eine gute Möglichkeit ist zum Beispiel der Laptop oder allgemein die Tastatur am PC. Einfach etwas Reinigungsalkohol auf den Q-Tip geben und dann überall durch die Rillen damit langfahren und du holst hier wirklich einiges an Schmutz, Haaren und sonstigem Kram raus. Auch in den Scharnieren, also wirklich alles, was du dir vorstellen kannst, überall wo kleine Rillen oder Ritzen sind, wo man mit dem Lappen immer nur so grob rüberwischt und die Rillen gar nicht beachtet, das kannst du wirklich wunderbar einfach mit so einem Q-Tip reinigen. Auch eine gute Möglichkeit zum Beispiel im Auto, denn auch hier haben wir sehr viele kleine Ritzen oder so Verkerbungen, wo man nicht so leicht hinterkommt. Da kann ein Q-Tip auch wirklich wahre Wunder bewirken. Wie du sehen kannst, hier am Lenkrad mache ich das Ganze einmal oder eben auch in der Lüftung. Denn in der Lüftung sammelt sich meistens auch sehr viel Staub und mit einem Lappen kommen wir da eben nicht wirklich rein. Das heißt, ein Q-Tip einfach hier auch etwas Reinigungsalkohol drauf machen, einmal durchwischen und schon ist das Ganze wieder entstaubt. Im Auto sind wirklich besonders viele Stellen, die du damit reinigen kannst, doch ich bin mir sicher, auch im Haus findest du so einige Möglichkeiten, wie du mit einem Q-Tip eine solche Reinigung abschließen kannst. Falls du Ideen hast, was man noch alles mit dem Q-Tip reinigen könnte, dann schreib es mir doch gerne auch unten in die Kommentare. Ich bin gespannt, was du noch für Ideen hast oder ob du das Ganze vielleicht sogar schon benutzt. Und wenn dir das Video gefallen hat oder geholfen hat, diese kleine Idee, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Auch wenn es sehr simpel ist, muss man meistens erstmal drauf kommen, dass man das Ganze so wirklich schnell und einfach reinigen kann. Und was du auf keinen Fall vergessen solltest, ist, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du auch in Zukunft keine neuen Reinigungstricks mehr verpasst.